Fremde sind hier nicht willkommen. Wenn ihr eingelassen werden wollt, dann müsst ihr kämpfen. Komm her, mein Freund. Sicher gebt ihr einem genialen Zauberer einen kleinen Tropfen aus, oder? Tut mir leid, ich habe gerade kein Kleingeld übrig. Ich sag euch was. Ich verkaufe euch mein Feuerschwert. Es ist der letzte wertvolle Besitz, den ich habe. Und für ganz, ganz wenig Geld gehört's euch. Wie wenig? Für euch? Nur 200 Goldstücke. Ihr macht wohl Witze. Schon gut, also 100 Goldstücke. Aber das ist mein letztes Wort. Einverstanden? Dieses hier ist besser verarbeitet. Ihr wollt doch wohl nicht behaupten, dass ich einen so großzügigen Ehrenmann wie euch übers Ohr hauen würde, hm? Eure Verdächtigungen verletzen mich zutiefst. Ich finde, ihr solltet euch mit einem kleinen Schluck bei mir schuldigen. Und ich finde, wir sollten gehen. Ganz wie ihr meint. Seid ihr gekommen, um einen alten Mann zu unterhalten? Ich habe nicht oft die Möglichkeit, mich zu unterhalten. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Albert. Tut mir leid, aber... Oh, schon gut. Ihr seid wahrscheinlich zu beschäftigt, um einem alten Narren zuzuhören. Wer über sein Leben plappert. Nein, natürlich nicht. Ich hatte ein gutes Leben.
Und ich wette, ich könnte euch ein oder zwei Dinge erzählen. Davon bin ich überzeugt. 30 Goldstücke. Wie bitte? Gebt mir 30 Goldstücke und ich gebe euch eine interessante Information. Vertraut mir, das ist ein guter Preis für das, was ich euch erzählen kann. Na, wie sieht's aus? In Ordnung, aber hört mir gut zu. Ich hasse es, mich wiederholen zu müssen. Also, Lower Rain ist voller Abschaum, der einen kranken Mann lieber allein sterben lässt, als einem Fremden die Stadttore zu öffnen. Ich habe 30 Goldstücke bezahlt, um das zu erfahren? Ja, wenn ihr euren Mund nicht haltet, während ich rede. Ich war noch nicht fertig. Entschuldigung, sprecht weiter. Ich weiß nicht, ob meine Kräfte ausreichen. Wie bitte? Schon gut, schon gut. Ich weiß, wie ihr durch die Tore gelangt, ohne Fragen beantworten zu müssen. Läutet einfach die Außenglocke dreimal hintereinander. Dann wartet eine Sekunde ab. Läutet danach zweimal und wartet wieder. Läutet die Glocke schließlich noch einmal und die Tore werden geöffnet. Und jetzt lasst mich allein. Ihr stehlt mir meine wertvolle Zeit. Habt ihr das Klingelzeichen etwa schon wieder vergessen? Ich sollte euch extra berechnen, dass ich mich nochmal wiederholen muss. Zuerst läutet die Glocke dreimal hintereinander und wartet einen Moment. Dann läutet die Glocke zweimal und wartet wieder. Schließlich müsst ihr die Glocke noch einmal läuten und die Tore werden geöffnet. Entschuldigt bitte. Warum? Was habt ihr verbrochen? Nichts. Ich wollte nur eure Aufmerksamkeit erregen. Sagt mir, haben alle Winzlinge so schlechte Manieren? Was? Ich habe gefragt, ob alle Winzlinge so schlechte Manieren haben. Das habe ich schon verstanden. Und ich warne euch, euer Spott beleidigt mich. Dann vergibt mir, aber ich dachte, selbst so ein Winzling wie ihr hätte bemerkt, dass ich mich unterhalte. Oder seid ihr so kurzsichtig, wie ihr aufbrausend seid? Nennt mich noch einmal einen Winzling und ich werde... Ihr könnt so viel zetern und drohen, wie ihr wollt. Kehrt mir nicht den Rücken zu. Ihr seid unverfroren und das ist meine Antwort darauf. Damit sind wir wohl quitt, oder? Gut. Ich danke euch. Keine Ursache. War mir ein Vergnügen. Sagt mir, warum verschwendet ein so talentierter Krieger wie ihr seine Zeit in einer Taverne? Dasselbe könnte ich euch fragen. Es gibt keinen besseren Ort, um an Informationen zu kommen. Informationen? Worüber? Silver. Und alles, was ich für seine Vernichtung als hilfreich erweisen könnte. Das ist ein riskantes Vorhaben. Aber eines, bei dem ich stolz sein würde, dabei zu sein. Wenn ihr mich lasst. Sekün geht ins Rebellenlager in Haven und wartet dort, bis wir euch brauchen. Der Duke hat vielleicht Neuigkeiten über Silver. Ihr seid mutig. Habt ihr nicht davon gehört? Ich transportiere einen verfluchten Schatz. Verflucht? Naja, der Wirt glaubt, dass diese Golddublone einem längst verstorbenen Piraten gestohlen wurde und verflucht ist. Und wie seid ihr da rangekommen? Durch eine ehrliche Plünderung. Und jetzt scheint es, als ob sie nicht mal das so taugt, dass ich mir einen Krug Met davon kaufen kann. Ich sag euch was, für 30 Goldstücke gehört sie euch. Na, wie wär's?
Na dann, viel Glück, aber ich hoffe, ihr werdet es nicht brauchen. Also, was wollt ihr? Nur ein paar Informationen. Ich bin Wirt. Vielleicht weiß ich etwas. Vielleicht auch nicht. Also gut. Habt ihr vielleicht in letzter Zeit zufällig irgendetwas über 8 magische Kugeln gehört? Kommt drauf an, wer fragt und warum. Hört zu. Wenn ihr etwas darüber wisst, müsst ihr es mir unbedingt sagen. Oder was? Oder Unschuldige werden sterben. Wollt ihr mir drohen? Hey, wer droht mir? Nein, ihr versteht nicht. Oh, ich verstehe ganz genau. Ihr seid einer von Silvers Leuten. Aber von mir erfahrt ihr nichts. Also könnt ihr genauso gut von ihr verschwinden. Aber wir gehören... Los! Raus hier! Raus hier! Macht mich nicht wütend! Oh.
Diese Straßen sind gefährlich. Es ist eine glückliche Fügung, dass wir uns so schnell wiedersehen. Ja, eine glückliche Fügung für euren Geldbeutel. Warum? Was ist hier so gefährlich? Der Lykanthrop. Ein Wesen aus alten Legenden. Diese Kreatur ist besser unter der Bezeichnung Werwolf bekannt. Wenn dieser Werwolf so gefährlich ist, warum haltet ihr euch dann in dieser Gasse auf? Ich verkaufe Silber an die Passanten. Ein bisschen Silber an der Klinge eures Schwertes wird sich mit einer größeren Wirkung durch sein Fleisch bohren als einfaches kaltes Eisen. Es ist mit einem Preis von 50 Goldstücken recht teuer. Aber wie ich all meinen Kunden sage, was nützt euch schon euer Gold, wenn ihr von einem Werwolf zerfleischt werdet? Aber natürlich liegt die Entscheidung bei euch. Eine weise Entscheidung. Und könntet ihr versuchen, ihn nur zu verwunden, anstatt ihn zu töten? Wäre gut für meinen Lebensunterhalt. Nein! Okay, okay. Seid heldenhaft und ruiniert die Geschäfte eines alten Mannes. Er braucht Hilfe. Vielleicht ist er von einem Werwolf angefallen worden. Oder wenn man genau darüber nachdenkt, vielleicht ist er der Werwolf. Bleib zurück. Ah!
Entschuldigung, wir sind auf der Suche nach einem gewissen Thaddäus. Man sagte uns, er wäre hier in Lower Rain zu finden. Das kostet eine verfluchte Dublone. Warum eine verfluchte Dublone? Stellt mir keine Fragen. Zahlbar sofort, wenn ich bitten darf. Sieht verlassen aus. Hallo? Ist da jemand? Versucht es mit Professor Weldings Anrufungsformel. Also gut. Aus der Ebene von Elysium und den Tiefen der Roten See von Jara, erhebet euch, Thaddäus, erhebet euch! Sprecht! Wer hat Thaddäus gerufen? Mein Name ist David. Professor Welding hat uns erzählt, dass ihr ein Unterwassergefährt geschaffen habt, das es uns ermöglicht, in die versunkene Kathedrale von Spires zu reisen. Dort befindet sich eine der magischen Kugeln und wir müssen alle acht finden, um Silver vernichten zu können. Dann nehmt es! Es steht ganz zu eurer Verfügung. Ihr alle wurdet auserwählt, um meiner Eliteeinheit beizutreten. Und ihr dankt es mir mit Unvermögen. Also, warum leben diese Rebellen noch immer? Unsere Wachen können nichts. Ruhe! Es gibt keine Entschuldigung für euer Versagen. Zu eurem Glück habe ich mir selbst eine kleine Rückversicherung zugelegt. Was für eine Rückversicherung? Einen Rebelleninformanten. Diese Idioten wenden sich gegen sich selbst. Aber können wir dem Wort eines Verräters trauen? Er ist dumm und schwach. Er wird sich mir nicht widersetzen. Jack, tretet vor. Bisher waren diese Rebellen nur lästig, aber sie wurden zu einem echten Problem, als sie anfingen, ebenfalls nach den magischen Kugeln zu suchen. Und das dazu noch wesentlich erfolgreicher als ihr. Verzeiht's, Sire. Hört auf zu winseln! Nehmt die Tauchglocke und geht in die Kathedrale von Spires, in der sich anscheinend die magische Kugel der Heilung befindet. Bereitet dort einen Hinterhalt für die Rebellen vor, die sie sich holen wollen. Und wenn ihr sie alle erledigt habt, bringt ihr mir die magische Kugel. Und Jack, enttäuscht mich nicht! Fudge, du gehst nach Chains und vereitelst den kläglichen Ausbruchsversuch des Dukes. Aber lass ihn am Leben. Was die anderen angeht, keine Gnade! Und du! Bestätige mir, dass die magische Kugel in deiner Obhut sicher ist. Ja, Vater. Ich habe Draco, meinem fähigsten Mann, befohlen, sie zu bewachen. Dann musst du dir ja keine Sorgen machen!
der Schreiber. Ich berichte in meinem Buch der Legenden über eure Abenteuer.